So, wir kommen beim ersten Special. Das muss ich leider machen, bevor wir die Liga durch haben. Da wir jetzt zum Schiffswrack gehen und es uns genauer anschauen. Denn dort befindet sich ein Wasserstein. Und da findet man. Ja, und dem muss man dann Lombrero geben, damit sich zu Kapaloris entwickelt. Es gibt noch eine andere Möglichkeit durch Scherben, aber das muss ich dann auch in einem Special machen. Und das hier zu machen in so einem Special mit dem Schiffswrack, das ist leichter. So nicht so aufwendig. Wir mal da rein. So, die Tränen habe ich schon alle ausgeschaltet. Das werdet ihr leider, habe ich alleine gesehen, da meine Festplatte ja abgestürzt ist. Oder kaputt gegangen ist, wie man es auch nennen will. Ach Mist, jetzt haben wir kein Garados. Ich hole mir schnell das Garados, weil es braucht. Und bis zum nächsten. Ja. Ich hole schon mal ein Garados. Bis gleich, Leute. Okay, ich bin wieder da. Ich habe jetzt das Garados dabei. Ja, und wie ihr sehen könnt, habe ich mein Butalandre entwickelt. Aber das werde ich dann im normalen Display schon sagen. Mein Butalandre entwickelt, ja, ganz klar. Mein Draschel habe ich entwickelt. Genau. Ups, falsche Kabine. Entschuldigung, Madame. Oh, ein Mann. Okay. Entschuldigung, Mann. Hier kann man tauchen. Deswegen habe ich auch das Garados mitgenommen. Jetzt werden wir wahrscheinlich nichts mehr sehen. Ja. Scheiß rum. Ja, hier geht's lang. Hier kann man auftauchen. Genau. Oh, jetzt haben wir hier. Da gibt es solche verschiedenen Kabinen und da muss man immer den Schlüssel finden. Die Schlüssel werden hier durch blinkende Dinger ange also durch blinkende leuchtende Juwele oder was das auch ist, angezeigt. Na, da geht's rein. Und da haben wir den schon gesehen, das Blinken. Ein KI-Schlüssel. Oder K1-Schlüssel. Ja, genau, K1-Schlüssel. Und da ist der Wasserstein. Den gebe ich Lombreo nicht, den zeige ich euch im normalen Let's Play. K2 steht auf der Tür. Schön, schön. K6. Und mit den Schlüsseln, die wir gefunden haben, kann man wiederum andere Schlösser öffnen. Rennen wir mal ein bisschen. Hululu rennt, macht Spaß. Hä? Hier muss es aber, jawohl. Ausgerechnet die letzte Tür. Hab ich ein Glück. Habt ihr es gesehen? Ich glaube, das werdet ihr wahrscheinlich nicht sehen. Wegen der ROM oder so. Reine Vermutung, ich weiß nicht, ob es stimmt. Und K4 Schlüssel gefunden. Hier muss der andere Schlüssel sein oder was auch immer. Ach so, das ist nur ein Fake. Okay, stimmt. Okay, K4 Schlüssel. K6. Ja. Sesam, öffne dich! Jetzt sind es drei Fakes, aber ich weiß den richtigen, der ist hier im Mülleimer. K6 Schlüssel. Leer! Hier ist nichts, bloß Abfall! Ach, warum gehe ich dauernd da rein? So, das ist das letzte, glaube ich. Luxusball. Einzigartig. In dieser Edition meine ich. Okay, wo war jetzt der Schlüssel? Hier haben wir Müll. Ach ja, wir haben einen Detektor. Warum setzen wir den nicht ein? Didin, didin. Ach, ich mach's. Ich gehe jetzt mal auf Wählen. Okay, das ist ja auch Müll. Hier war nichts, hier ist auch nichts, glaube ich.
Dann müssen wir geradeaus. Ich glaube, so geht's schnell ohne Detektor. Okay, wo geht's hier? Hier ist nichts. Hier ist er auf dem Stuhl oder wie? Will der Detektor mich verarschen? Da ist auch nichts. Hä? Da, hier ist auch nichts. Was zum? Ah. K2 Schlüssel. Dun, dun. Ne, hört die Musik leider nicht so gut. Die mach mal laut, damit ihr was hört. Die Tür ist offen. Und was ist hier? Das hier ist der Scanner. Und den muss man jetzt irgendwo abgeben. Ich mach mal kurz Schnitt. Obwohl, muss ich eigentlich nicht. Geh mal wieder zurück. Ich muss ja nicht alles schneiden, wenn wir irgendwo rausgehen. Das geht doch nicht. Das ist ja ein bisschen... Ja. Keine Ahnung, wie man das sagt. Keine Ahnung, wie man das sagt. Egal, gehen wir mal raus. Man fehlt ein bisschen das Feeling. Dünn, 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 dünn. Ciao, Schiffswrack. Jetzt müssen wir irgendwo hinfliegen. Fliegt mal mit unserem Bruder Landa. Nach Graffitport City. Okay, jetzt muss man, glaube ich, da rein. Und es dem Forscher da geben. Oh, das sieht man, dass du hast. Das ist ein Scanner. Der würde uns sicher bei den Forschungen helfen. Würdest du ihn gegen etwas anderes tauschen, zum Beispiel gegen einen Abyss-Zahn oder eine Abyss-Platte? Keine Ahnung. Also mit dem Abyss-Zahn kriegen wir Alabis und mit der Platte kriegen wir Sagnabis oder so ähnlich. Also, wenn man ihm Perlo gibt und dann tauscht, dann entwickelt sich das Pokémon. Ja. Das ist nun das mit dem... Ja, so kriegt man halt... Das war's mit dem Schiffswrack halt. Bis zum nächsten Teil. Ciao, Leute.